So, einen wunderschönen guten Morgen an alle. Wir sind hier auf der zweiten Etappe des Moselsteigs und ich hatte ja eigentlich noch angekündigt, dass ich noch eine Abendmoderation machen wollte bezüglich der Geschehnisse auf der ersten Etappe. Das habe ich mir jetzt gespart und ganz kurz zur Erklärung. Der Moselsteig verläuft quasi in einer geraden Linie bzw. macht natürlich Schlenker, aber die einzelnen Etappen, die gehen jetzt nicht von Bahnhof zu Bahnhof, sondern es gibt dann immer entsprechende Zuwege zu den einzelnen Bahnhöfen oder zu den Parkplätzen, ne, von dem aus man dann diesen Moselsteig begeht. Und da sind wir letztes Mal nämlich komplett an diesem Zuweg, also sprich am Ende der Etappe, vorbeigelaufen. Und dadurch haben wir etliche extra Kilometer gemacht, weil wir einfach zu abgelenkt waren und das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten, dass das mit diesen Zuwegen läuft. Heute sind wir besser vorbereitet, heute machen wir keine, sagen wir mal so, wir hoffen, dass wir keine endlosen Kilometer machen werden, weil wir uns ein bisschen besser konzentrieren auf die ganze Geschichte. So, deshalb hier die Anmoderation aus dem Bahnhof in Winningen und wir starten genau jetzt auf die Etappe. Leute, was soll man sagen? Ne? Zuweg fertig. Ich mache hier schön den Blasengel. Ne? Kennt ihr ja? Wie heißt er? Effenberg. Ja, sicher. Wie heißt dein Vorname nochmal? Stefan. Oh, Stefan Effenberg. Genau, ja, der bläst zwar wie ein Engel, aber es ist normal. Ja, so hat er das gesagt, der Beckenbauer, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Wir sind jetzt 1 Kilometer aufgestiegen. Can we read this? I don't know. Auf jeden Fall sind wir hier an dieser affengeilen Dombergkütte, an der wir vorgestern so richtig geil vorbeigelatscht sind. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Den ersten Abschnitt der Etappe kennen wir ja bereits. Moseltalbrücke Winningen, die zweite.
Vorgestern war hier noch Mallorca Party und Remi Demi und heute ist hier gar nichts mehr los. Könnte sein, dass das am Ostersonntag liegt, wobei ich das nicht verstehe, weil gerade Ostersonntag hat man noch Zeit, sich richtig die Birne zuzuhauen. Aber hier ist absoluter Totentanz. Das ist so, jetzt gehen wir da unter der Brücke wieder her, aber das kennt ihr ja schon von vorgestern. Ein Hüttchen hier, du. Immer mit Schloss. Und ein bisschen gedämmt ist es auch. Mein Gott. Aber schon, also musst du sagen, ja? Enorm. Hier richtig mit Plateau. Ne? Ja, das ist wie so ein Terrasse hier. So, ne? Ja. Gutes Ding, aber ich glaube, so super benutzt ist es, glaube ich, auch nicht. Glaube ich auch. Ja, super hier. Ist ja richtig geil hier. Das ist ja mal richtig geil. Das ist ein richtiger Bergrücken hier, so ein Grat. Kann man sagen, was für eine wunderbare Vegetation. Da sieht man richtig, wie das hier vom Wind und vom Wetter bearbeitet wird. Das ist ein Ausblick. Hier die Brücke nochmal. Ja, so stellt man sich hier so ein Moselwanderweg auch vor. Komm, wir gehen da mal gucken. Gucken? Oh, super. Na komm, wir gehen hier mal lang. Can you? Ja, so ein Prima bist du. So ein Prima. Ja, alte Leiden hier immer diese Schnürsenkel hier ausrutschen, ne? Fürchterlich. Aber die gehören da nur mal rein. Das ist ja hier nicht beim deutschen niederländischen Chor, wo jeder machen kann, was er will. So. Thank you.
wo es runter geht, dann geht es auch wieder rauf. Marienkapelle und der Niederburg Kobon. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, dass wir auch noch vorbeikommen. Und hier stehen überall diese kleinen Hütkes rum. Und da drin ist hier die Passion, ne? Der Kreuzweg. Ja, der Kreuzweg. Und passend zu Ostern marschieren wir den natürlich. Und Stefan hat natürlich auch überall, wie es sich gehört, ein Gebet gesprochen. Innegehalten. Innegehalten, ja, ganz wichtig. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch schöne Einblicke von diese Niederburg da bekommen, weil das ist ja so was von auch mega oberaffengeil hier. Da würde ich ja gerne auch mal drin übernachten. Ich weiß gar nicht, ob man da so Zugang hat in der Woche auch. Dann schauen wir uns das mal eben an. Aber top Location. Ja, wir sind am Ende der Etappe angelangt und wenn man jetzt nicht total dämlich ist und einfach auch die Augen mal aufmacht und nicht verschließt, dann sieht man wichtige Hinweise, die da lauten. Ach, warten Sie mal, wie geht es denn? Geht es so? Oh ja, Zuweg. Denn wenn man jetzt die Etappe weiterlaufen möchte, dann läuft man einfach weiter. Aber wenn man die Etappe beenden möchte, dann beendet man die. Sollte man den Zuweg wählen. Das Bahnhofsgebäude in Kobon-Gondorf. Ich habe gerade gesehen, das ist richtig alt. Sieht so an sich erstmal nicht schlecht aus. Und hier haben wir auch eine Jahresgemarkung. Aber ansonsten, ich kann euch sagen, hier stinkt es nach Pisse. Totaler Dreck. Hier wurden diese Körner gegessen. Ist ja auch groß in Mode. Und hier sieht man auch noch so eine Art Pisslache. Das ist also absoluter Traum. Das
dass die Deutsche Bahn hier nicht mal was macht und das mal irgendwie irgendwas finanziert oder irgendwie, ich kann es nicht sagen, traurig. So, kurzes Endresümee. Nachdem wir diesen vollgepissten Bahnhof verlassen haben, sind wir auf dem Bahnsteig, warten auf den Zug Richtung Winningen. Die gesamte Etappe war super, kann man nicht anders sagen. Richtig tolle Wege, richtig tolle auch Vegetation. Zwischendrin waren wir so 2-2,5 Kilometer, würde ich sagen, Überbrückungsstrecke. Da ging es dann über so Felder, das war jetzt nicht sonderlich spannend. War aber auch nicht schlimm in dem Sinne, ja, kann man natürlich machen. Wurde nachher dann nochmal wieder richtig entschädigt durch diese Marienkapelle, glaube ich, hieß das Ding. Und durch die Niederburg-Kobern. Auch ein ganz toller Ort, der allerdings, ja, natürlich heute ist Ostersonntag. Und dann ist dann auch diese Passionsgrotte da und da laufen sie natürlich alle rum. Es ist viel zu tun, konnte ich jetzt nicht vernünftig filmen. Wäre aber eigentlich auch nochmal so ein richtiger, ja, Ausflug quasi wert. Oder könnte man eigentlich ein eigenes Video auch drüber machen mit schönen Aufnahmen. Ja, ist jetzt halt dem Marsch geschuldet, dass da jetzt nicht so viel geschehen ist. Ja, alles in allem eine runde Geschichte hier. Morgen machen wir noch die dritte Etappe. Die geht dann von Kobern-Gondorf nach, wissen wir noch gar nicht, gucken wir uns gleich mal an. Aber irgendwas mit 13 kommen wir noch was Kilometern auch. Und ja, dann ist der Osterurlaub auch beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und im besten Falle dann bis morgen. Ah, Sacra Cruzi, jetzt auch gut gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fange einfach mal irgendwie an. Also, das war gelungen. Sacra Cruzi. Ach, das ist fertig. Jetzt habe ich angefangen zu filmen. Ja, geht. Geht doch gar nicht. Doch, geht doch. Das ist ja krass. Das wusste ich nicht. Eberhofer, sehr fix.